So, hallo alle zusammen. Heute gibt es die nächste Folge von Wer gewinnt das Duell? Und heute treten links einmal die Ninja an, gegen rechts die Schlangen. Und ich zeige euch natürlich als erstes mal kurz wieder die Karten, die heute gegeneinander antreten werden. Auf beiden Seiten habe ich jeweils 11 Karten, das heißt, wir spielen heute 11 Runden. Und wir schauen uns mal die Karten von den Ninja an. Da habe ich eine Epic Battle Boost Karte, da habe ich mir mal die Nia hier genommen. Dann habe ich 6 Kristallkarten aus der Serie 6, nämlich einmal Lloyd, dann Cole, Kai, Nia, Sane und Jay, also eben alle 6 Ninja. Dann gibt es hier noch eine Spezialfolienkarte von Power Meister Wu, ebenfalls aus der Serie 4. Und dann habe ich noch 3 Basiskarten. Einmal hier Wildes Team mit Jay, Kai, Lloyd. Dann noch Wildes Team Nia, Cole und Sane. Und noch Ninjago City Ninja Team. Das sind also mal die Karten, die für die Ninja ins Rennen gehen. Und auf der anderen Seite habe ich die gleichen Karten eben ausgewählt. Also ebenfalls eine Epic Battle Boost Karte von Epische Schlange. Dann habe ich hier auch die 6 Kristallkarten mit Acidicus, dann Scalidor, Phantom und Scales, also die Schlangengeneräle. Dann ist noch wütender Python mit dabei und wütender großer Schlangenmeister, damit ich eben auf beiden Seiten auch jeweils hier dann die 6 Kristallkarten habe. Dann habe ich hier noch eine Spezialfolienkarte, böser Python ebenfalls aus Serie 4 und hier auch noch 3 Basiskarten, giftige Legacy Schlange, dann giftiger Legacy Mesmo und Team Schlangen. Das sind also mal die Karten, die dann für die Schlangen ins Rennen gehen. Gut, dann werde ich die Karten mal kurz durchmischen. Ihr könnt mir natürlich jetzt gerne mal schreiben, was glaubt ihr, welche Seite gewinnt dieses Duell? Werden es die Schlangen sein oder die Ninja? Ich finde ja, die Schlangen sind somit die coolsten Bösewichte in dem Ninjago-Universum. Also gerade die Schlangengeneräle finde ich halt ziemlich cool. Aber trotzdem bin ich dieses Mal wieder für die Ninja. Ich hoffe, dass sie dieses Duell gewinnen. Aber natürlich entscheidet bei diesen Duellen auch sehr viel das Glück. Also es kann alles passieren. Wir spielen ja 11 Runden und wir schauen mal, was passieren wird. Jetzt sind die Karten gut durchgemischt und wir starten dann mal mit Runde Nummer 1. Wir vergleichen den Tempowert. Schauen wir mal, wen wir hier drüben bei den Ninja haben. Gleich eine Kristallkarte. Von denen sind ja die meisten dabei, also auf beiden Seiten ja jeweils 6 Stück. Sie hat jetzt, also Nia, einen Tempowert von 72. Mal schauen, ob das reichen kann, um den ersten Punkt zu holen. Sie treten an gegen ebenfalls eine Kristallkarte von wütender Phantom. Er hat jetzt nur einen Tempowert von 30. Das heißt, der erste Punkt geht schon mal auf die linke Seite zu den Ninja. Und wir machen gleich weiter mit Runde Nummer 2 und vergleichen den Angriffswert. Bei den Ninja haben wir die nächste Kristallkarte von Legacy Cole mit einem Angriffswert von 57. Mal schauen, für was das reichen kann. Es ist mit dem Tempowert zusammen der zweitstärkste Wert der Karte. Vielleicht reicht es, um den nächsten Punkt zu holen. Ne, es reicht nicht. Er tritt an gegen ebenfalls eine Kristallkarte. Wie gesagt, von denen sind ja die meisten mit dabei. Hier haben wir wütender großer Schlangenmeister, auch eine sehr, sehr coole Karte. Er hat jetzt einen Angriffswert von 95, also der höchste Wert der Karte. Und das heißt, wir haben einen Ausgleich. Es steht 1:1 und ich muss noch kurz dazu sagen, diese Karte hier von Cole finde ich von den Kristallkarten wirklich sehr, sehr gelungen. Also ein echt cooles Motiv. Ja, und damit haben wir einen Ausgleich. Es steht 1:1. Und ich sage das ja sehr oft immer dazu, ich finde es gut, wenn es immer spannend bis zum Schluss bleibt. Ich hoffe, es ist natürlich heute auch wieder der Fall. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zur Runde Nummer 3 und vergleichen den Powerwert. Bei den Ninja haben wir jetzt eine Basiskarte von Ninjago City Ninja Team mit einem Powerwert von 34. Das ist der schwächste Wert der Karte. Mal schauen, ob es trotzdem reichen kann. Nee, es reicht nicht. Bei den Schlangen haben wir die nächste Kristallkarte von wütender Python. Und er hat jetzt auch den höchsten Wert in der Power, nämlich 96. Und es reicht locker, um hier die Basiskarte zu schlagen. Und in dem Duell gehen jetzt zum ersten Mal die Schlangen in Führung mit 2:1. Mal schauen, ob die Ninja jetzt in Runde Nummer 4 den Ausgleich wieder schaffen können. Wir vergleichen auf jeden Fall den Abwehrwert. Bei den Ninja haben wir die nächste Kristallkarte von Legacy Sane mit einem Abwehrwert von 71, also der zweitstärkste Wert der Karte. Mal schauen, ob das reichen kann. Er tritt an gegen ebenfalls eine Kristallkarte von wütender Scalidor. Ich glaube, bei den Schlangen hatten wir bis jetzt nur die Kristallkarten. Er hat jetzt auf jeden Fall einen Abwehrwert von 41 und das heißt, wir haben tatsächlich einen Ausgleich. Es steht 2:2. Und mal schauen, ob in Runde Nummer 5 bei den Schlangen jetzt mal eine andere Karte kommt, also nicht wieder eine Kristallkarte, weil da sind ja jetzt bloß noch 2 mit dabei. Schauen wir mal, was passieren wird. Wir kommen zur Runde Nummer 5 und vergleichen den Tempowert. Bei den Ninja haben wir eine Basiskarte, wildes Team, Nia, Cole und Sane mit einem Tempowert von 50. Das ist auf jeden Fall mit dem Powerwert zusammen der höchste Wert auf dieser Karte. Es kann reichen, dass die Ninja wieder in Führung gehen. Sie treten an gegen die Spezialfolienkarte von böser Python. Er hat jetzt aber einen Tempowert von 85. Das ist ja eigentlich nur der drittstärkste Wert der Karte, aber natürlich trotzdem eine sehr, sehr starke Karte. Wäre diese Karte eine Runde früher gekommen,
mit einem Abwehrwert von 29. Da hätte ich hier sogar die Basiskarte gewinnen können, aber in dem Tempowert ist Pythor deutlich besser als hier diese Basiskarte und das heißt, die Schlangen gehen wieder in Führung mit 3:2. Aber bei den Ninja liegt ja auch noch die Spezialfolienkarte und noch einige Kristallkarten, also es ist noch nichts entschieden. Wir kommen zur Runde Nummer 6 und vergleichen den Angriffswert. Bei den Ninja haben wir die nächste Kristallkarte von Legacy Lloyd mit dem höchsten Wert hier im Angriff 97. Das sollte auf jeden Fall reichen, um den Ausgleich zu schaffen. Schauen wir mal, wen wir hier drüben haben. Ja, hier haben wir eine Basiskarte Team Schlangen. Sie haben jetzt auch einen eigentlich ganz guten Wert hier im Angriff mit 64. Sie hätten einen sehr, sehr guten Powerwert mit 87. Aber im Angriff ist diese Basiskarte eben schlechter als die Kristallkarte von Legacy Lloyd. Und das heißt, wir haben tatsächlich wieder den Ausgleich. Steht 3:3. Ja, und so darf es sehr gerne bis zum Ende weitergehen. Wir kommen jetzt zur Runde Nummer 7 und vergleichen den Powerwert. Bei den Ninja haben wir die nächste Legacy-Karte, Legacy Kai, mit leider nur einem Powerwert von 26. Also hier könnte sogar bei den Schlangen eine Basiskarte reichen, um das zu schlagen. Schauen wir mal, ob wir wieder den Ausgleich bekommen. Es war zwar sehr, sehr knapp. Wir haben hier ebenfalls eine Kristallkarte von Wütender Scales. Auch eine optisch sehr, sehr gelungene Karte, wie ich finde. Er hat jetzt auch keinen besonders guten Powerwert. Mit 32 ist auch der schlechteste Wert der Karte. Aber es reicht trotzdem, um die 26 von Kai zu schlagen. Solche engen Duelle sind natürlich dann immer... Ja, sie können ausschlaggebend sein, wer dann am Ende dieses Duell gewinnt, aber sowas ist natürlich immer sehr, sehr glücklich für jetzt in diesem Fall dann die Schlangen, dass sie so ein knappes Duell gewinnen. Das heißt, die Schlangen gehen in diesem Duell wieder in Führung mit 4:3. Aber wie gesagt, es ist noch gar nichts entschieden. Wir spielen ja noch 4 Runden. Wir kommen jetzt zur Runde Nummer 8 und vergleichen den Abwehrwert. Bei den Ninja haben wir, ach ja genau, die Epic Battle Boost Karte ist ja auch noch mit dabei, von Epische Nia mit einem Abwehrwert von 60. Das ist jetzt leider der schlechteste Wert der Karte. Gegen eine Basiskarte kann es natürlich reichen, gegen eine Kristallkarte zum Beispiel auch. Schauen wir mal, ob das hier reichen kann, damit die Ninja wieder den Ausgleich schaffen. Bei den Schlangen haben wir tatsächlich eine Basiskarte von giftiger Legacy Mesmo. Er hat jetzt einen Abwehrwert von 41 und das heißt, der schlechteste Wert auf der Epic Battle Boost Karte reicht, um hier die Basiskarte zu schlagen. Die Basiskarte hätte nur eine Chance gehabt, die Epic Battle Boost Karte im Angriffswert zu schlagen, aber eben im Abwehrwert. Da ist die Epic Battle Boost Karte zwar nur 19 Punkte besser, aber es reicht natürlich, um hier wieder den Ausgleich zu erzielen. Es steht 4:4. Und mal schauen, ob die Ninja jetzt vielleicht in Runde Nummer 9 mal wieder in Führung gehen können. Wir vergleichen auf jeden Fall den Tempowert. Bei den Ninja haben wir, hier haben wir jetzt auch noch die Spezialfolienkarte von Power Meister Wu mit einem Tempowert von 87. Das könnte auf jeden Fall reichen, um jetzt hier wieder für die Ninja die Führung rauszuholen. Das ist auch der höchste Wert der Karte. Meister Wu tritt an gegen eine Basiskarte von giftige Legacy Schlange. Er hat jetzt nur einen Wert von 42 im Tempo. Das heißt, Meister Wu holt die Führung für die Ninja wieder raus. Es steht 5:4 für die Ninja. Das heißt, sollten die Ninja jetzt Runde Nummer 10 gewinnen, gewinnen sie auch dieses Duell. Es steht 5:4. Wir kommen zur Runde Nummer 10 und vergleichen den Angriffswert. Bei den Ninja haben wir noch eine Kristallkarte von Legacy J mit einem Angriffswert von 56. Das ist gar nicht mal so gut. Also ist der drittstärkste Wert der Karte. Mal schauen, ob das reichen kann, um dieses Duell zu entscheiden. Bei den Schlangen haben wir... Oh, das war sehr, sehr knapp. Die Epic Battle Boost Karte von Epische Schlange. Und sie hat einen Wert von 57. Also sie ist ein Punkt besser als Jay. Und das heißt, dieses Duell entscheidet sich tatsächlich erst in der letzten Runde. Es steht jetzt 5:5. Und in Runde Nummer 11 vergleichen wir den Powerwert. Sowas mag ich ja immer am liebsten, wenn die Duelle spannend bis zur letzten Runde sind. Jetzt kann natürlich noch alles passieren. Also beide Seiten können dieses Duell noch gewinnen. Schauen wir mal, welche Karten jetzt noch übrig bleiben. Wir vergleichen den Powerwert. Bei den Ninja haben wir noch eine Basiskarte. Wildes Team, Jay, Kai und Lloyd mit einem Powerwert von 54. Also auf jeden Fall der höchste Wert der Karte. Das ist schon mal ein guter Ausgangswert, obwohl es eben bloß eine Basiskarte ist. Und jetzt schauen wir mal, welche Karte wir hier drüben noch haben. Es war sehr, sehr knapp, wie eigentlich dieses komplette Duell. Hier haben wir noch eine Kristallkarte von Wütender Acidicus. Und ja, er hat auch einen schlechten Powerwert mit 48. Er ist 6 Punkte schlechter als die Basiskarte. Und das heißt, die letzte Runde entscheidet tatsächlich die Basiskarte gegen die Kristallkarte. Und die Ninja gewinnen dieses Duell mit 6:5.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die Ninja. Sie gewinnen dieses Duell mit 6:5. Es war spannend bis zum Schluss und in der letzten Runde hat eine Basiskarte das Duell tatsächlich dann noch für die Ninja entschieden. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ihr könnt mir, wenn ihr möchtet, gerne auch weitere Vorschläge für Duelle unten in die Kommentare schreiben. Ja, und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.